Und damit dann aber auch ein schönes und vor allem kräftiges Moin, ihr Baggerluten, und herzlich willkommen bei Spaceland! Ja, Spaceland, neues Spiel. Kannst du auch mal nicht auf die Fresse fliegen irgendwie? Dankeschön. Kühnhub Spaceland! Nein. Spaceland. Ein weiteres Mal zwischendurch hier. Der Entwickler war so freundlich, hat mir den Key hat zukommen lassen. Und somit kann ich das für euch dann jetzt noch einmal kurz anhauen. Spiele ist möglich auf mehreren Sprachen. Wir wollen diese. Was auch immer. Einstellungen sind recht übersichtlich. Blabliblub. Also es ist nicht so viel hier irgendwie drin. Lautstärke hast du hier Dinge. Und Danksagungen letztendlich, also die Credits. Und hier einfach nur die Videoeinstellung. Kannst auch verschiedene Sachen machen. Ich denke, das ist ganz cool. So, es lehnt sich quasi an die XCOM-Reihe an, könnte man sagen. Oder auch an Mutant, was wir hatten. Wurde mir auf jeden Fall vorgeschlagen. Wegen, ey, weil du dieses Spiel gespielt hast, dieses Spiel, blablablub. Es ist rundenbasiert, taktisch ballern. Allerdings irgendwie in einer ganz schön verniedlichten Grafik und irgendwie ganz süß irgendwie. Und ich wollte das auf jeden Fall mal irgendwie anhauen und mal anchecken und testen. Entwickler hat mir da was zukommen lassen. Und dementsprechend gucken wir doch einfach mal gemeinsam einmal rein. Dieses Spiel ist am 30. rausgekommen. Leicht, Neubaustunde, ja normal, komm, vertraut. Ist am 30. September rausgekommen. Kostet 15 Euro. Normalerweise zeige ich euch ja meistens eigentlich kostenlose Spiele. Aber ich dachte mir, ey komm, warum nicht? So, zwei Space Ranger patrouillierten die entfernten Bereiche der Star Federation. Jim, der Navigator spielt verrückt. Nach links, nach rechts, wir haben den gewünschten Orbit fast nicht erreicht. Wir haben ihn fast nicht erreicht, oder? Ha, na komm schon, Jimmy. Für dein erstes Jahr Patrouille fliegst du gut. In meiner 15-jährigen Erfahrung, er rollt das auf übelste Art und Weise, mit den Space Rangern habe ich viele schlechtere Piloten gesehen. Oh, sieht doch eigentlich ganz nett aus. Was hat es mit dem roten Leuchtfeuer auf dem Radar auf sich? Alter, lernst du deine Instrumente, was du jetzt so zu tun hast, so? Das ist ein Notsignal. Einige Veteran-Touristen hatten wohl einen Unfall. Schauen wir uns das mal an. Ja, klick. Hast du irgendwie kein Steuerpult oder so? Auf der Oberfläche tobt ein Sturm. Die Landung wird nicht sanft. Halt dich fest. Und er muss jetzt noch cool antworten. Oder? Hat er keine Lust zu? Ah, dann halt nicht. Dann halt nicht. Verdammt, ich kann nicht durch diesen Orkan navigieren. Hast du einen Autopiloten? Der das vielleicht macht für dich? Okay, wir sind hier. Dann habe ich hier Team. Null Credits, null Platin. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Und hier, da oben quasi wären noch Einstellungen. Könnt ihr ehrlich sehen, weil ich drüber bin. Es sind einige Stunden vergangen. Das war eine schlimme Landung. Wie lange war ich im Lazarett? Barrett ist wahrscheinlich auf Aufklärungsmission. Ich kann ihn wegen des Sturms nicht kontaktieren. Ich werde in den Gebäude dort nach ihm suchen. Ja, ist sinnvoll. Okay, ich kann so ein bisschen nach links und rechts swipen. Können wir das hier mal ansehen. Die Tür ist beschädigt. Sieht aus wie Kratzer. Sicherheitskontrollpunkt. Es ist unheimlich leise hier. Jim schaltete den Hyperlink ein und scannte das Zimmer. Plus Augen. Endlich ein bisschen Glück. Erkannte die zwei Tracking-Leuchtfeuer. Erkannte. Okay, das ist jetzt schon eher so. Ja, okay. Es müssen die Weltalltouristen sein. Fand hier Schutz vor dem Sturm. Okay, ein paar Übersetzungsfehler. Suche nach denjenigen in einer Notfallsituation. Okay, Zoom kann ich. Drehen kann ich nicht. Ich kann nur zoomen. So, was haben wir hier denn? Keine Außerirdischen, keine Waffen. Robbie? Okay, ja, gehen wir mal hier hin. Jeder Held verfügt über eine bestimmte Anzahl an Aktionspunkte. Sorry. Du kannst dich ins graue Kästchen bewegen und vom Grün schießen. Die mit Rot hervorgehobenen Kästchen sind ein Ziel für den Angriff. Ja, also, du kannst dich ins graue Kästchen bewegen und vom Grün schießen. Oh! Möchte ich aber gar nicht. Ich möchte direkt drauf schießen.
Platsch. Oh, Gegner an der. Oh, den habe ich nicht. Aber der konnte nichts machen. Kaputt. So, hier finden wir Munitionskisten. Die Munition eines Helden ist begrenzt. Vergiss nicht, deine Waffen mit Hilfe von speziellen Kisten wieder aufzufüllen. Neuladen. Wie oft kann ich denn das tun? Gegner an der Reihe. So, hier haben wir irgendwie was. Blaue Felder sind obwohl immer da, wo wir Dinge machen können. Was zum Teufel? Das ist kein Tourist. Das ist ein voll ausgebildeter Soldat. Er wurde von irgendwelchen Monstern in Stücke gerissen. Irgendwelche. Wenn du als kleiner Anfänger möchte gern Pilot die beiden schon erledigt hast und der hier sogar noch Geschütztürme, also ich bitte dich. Voll ausgebildet? Vielleicht als Bäcker oder sowas. Ich muss weitersuchen, aber zuerst teleportiere ich die Leiche zurück aufs Schiff. Die ist vielleicht noch warm und ich kann damit noch Dinge anfangen. Schließe zuerst die Mission ab. Ah, okay, das heißt, hier wäre der Ausgang dann. So. Wow! Okay. Frech. Auch der Eigentümer des zweiten Leuchtfeuers ist tot. Jetzt müssen wir hier wirklich raus. Vor allem wir. Du bist alleine. Nee, ich bewege mich noch nicht zum Ausgang. Warum darf ich nicht? Ich wollte eigentlich gerade schießen. Keine Ahnung, ob der mich scannt. Ja, der. Oh, beide. Nimm das. Und das. Drohnenaufzeichnung. Forschungsergebnisse Nummer 1. In der Basis eine persönliche Waffe zu tragen ist strengstens verboten. Aufgrund dieser Maßnahmen waren die Arbeiter in dieser Basis ein leichtes Ziel. Ja, aber nicht der voll ausgebildete Soldat da unten. Und sonst ist hier nichts, ne? Gegnatz an der Reihe. Okay, das finde ich tatsächlich bei XCOM ein bisschen geiler, dass du dich frei bewegen kannst, solange quasi kein Feindkontakt herrscht. So, komm, raus hier. Hate verließ das Level. Level geschafft. So Runden bis zum Sieg. Okay, da war ich zu langsam quasi, weil ich ein bisschen länger gebaut habe. Für das Töten der Monster, Geheimnisse aufgedeckt. Hätte ich noch schneller machen können quasi. Aber da hätte ich auch wissen müssen, wo ich hingemusst hätte und so. Na? Die Soldaten wurden von irgendwelchen Monstern in Stücke gerissen. Was zum Teufel ist hier bloß los? Dein Hyperlink ist zum Leben erweckt und hat angefangen zu blinken. Ausgezeichnet. Das ist das Signal meines Partners. Laut dem GPS ist er im Gebäude in südlicher Richtung. Frage ist, wie das jetzt mit meinen Lebenspunkten aussieht. Diese Tür wurde offensichtlich jahrelang nicht genutzt. Mit einigen Schwierigkeiten hast du es geschafft, sie zu öffnen. Du drückst dich um den Spalt und findest dich in einem staubigen Zimmer wieder. Mit einem quietschenden Geräusch schließt sich die Tür permanent. Guck mal, was da unten ist. Mist, eingesperrt. Kein Weg zurück. Barrett, hörst du mich? Oh, Jürgen, natürlich höre ich dich. Jim, endlich. Diese Dinge haben mich verfolgt. Auf meine übelste Art und Weise. Ich bin beliebter als im Geburtstag meiner Tante. Alle versuchen, meine Wangen zu kneifen. Du hast auch einen sexy Bart, das kann ich verstehen. Freut mich, dass du noch in einer guten Stimmung bist. Ja, ich bin aufgeregt wie ein Mädchen vor ihrem ersten Tanz. Ein leiser Tusch. Dein Gezeter zu hören ist das Beste, was heute passiert ist. Zweifellos. Ohne mich wärst du hier gefangen bis zum Tag der Vereinigung der Planeten. Haha, ich habe nur kurz durchgeatmet. Gehen wir. Wir finden einen anderen Weg nach draußen. Grundlegend, Held, Barrett. Barretts Schrotflinte ist stark, aber der Schaden verringert sich mit größerem Abstand. Greife ein Ziel in nächstmöglicher Nähe an, um maximalen Schaden zuzufügen. Okay, ich kann jetzt aber auch wechseln und tauschen hier oben. Ich würde dann tatsächlich erstmal hier hingehen. Kann ich das schießen? Jo, kann ich. Kick den Scheiß weg. So, in Ordnung. Und? Kabusa! Ah, komm, noch eine. Aber das mache ich lieber mit ihm hier. Er gibt mehr Sinn. Verfehlt? Uff.
hier dich Schutz quasi. Okay, ich weiß jetzt nicht. Jeha! Aha, ich sehe, also das hier sind Food-Geschichten, so Wasser, Essen. Okay, hier könnte ich beide tatsächlich jetzt mal aufmunitionieren. Weiß aber nicht, ob das wird. Und da wird gleich doch einer rauskommen, oder nicht? Eigentlich, woran sehe ich denn, wie viel? Ja, ein paar noch. Er müsste bald. Aha. Oh, warte, was ist das denn? Stopp, kicken. Okay, das sind Fähigkeiten. Die sehe ich jetzt erst hier unten. Ha! Ja, ja, wir gehen mal hin. Kann ich da jetzt auch aufladen? Oh oh. Geh mal dahin. Keine Ahnung, ob das hilft. Oh! Je, den habe ich nicht geblickt, den Boy. Was mache ich mit ihm? Lass ihn mal dahin laufen. Ich stelle mich da mal rauf. Ne, ich stelle mich da nicht rauf. Wann kommt der denn raus, der Boy? Und wo sollte ich sonst hin? Ich habe keine Ahnung. Also echt mal. Runde beenden. Oder soll ich da hin? Hä? Hier passiert nichts. Also im Ernst, da passiert nichts. Habe ich hier noch irgendwie sonst... Oh, da oben. Mann, bin ich klug. Ach, und jetzt kommst du raus, oder was, du Lump? So, und er sagte, ich kann auf die grauen und dann schießen. Nee, ich kann... Nee, guck mal, ich kann doch nur auf die grünen und dann schießen. Das ist doch kacke, ist das doch. Ja, schlag doch mal bitte 30 mal zu, dankeschön. Das finde ich jetzt ein bisschen frech. Oh, oh! Au! Okay, er hat jetzt nicht mehr so viel Munition, glaube ich, ne? Nee, er hat so quasi gar nichts. Wunderschön. Aber da kann ich, glaube ich, Health regenerieren. Und das müsste der andere Boy aber haben. Das müsste er hier unten kriegen. So. Er fehlt. Ja, wunderschön. Warum? Okay, ich hab mich geirrt. Mal so, und jetzt müsste er noch laufen können. So, ich glaube, er braucht das jetzt. Also jetzt braucht er das. Ja, habe ich mir gedacht. Habe ich mir gedacht. Dass das so funktionieren wird. Okay, wir können uns gegenseitig blocken. Verstehe ich, verstehe ich. Man steht sich gegenseitig im Weg. Okay. Nein, Google, dankeschön. Er hat keine Munition mehr. Er hat halt keine Munition mehr. So, bitte friss mich. Uff. Okay, das wird jetzt schon langsam so ein bisschen enger hier, die Geschichte. Aha. So, du läufst mal eben dahin.
Lager war so ein großer Vorrat an Lebensmitteln gefunden. Biofrüchte, Sojamilch, ja, Apfelwein erkannt. Der würde gerade mal für 2 Tage reichen. So, er kann nichts machen. Das bedeutet, ich stelle ihn jetzt mal hier hin, sodass ich schießen könnte, wenn der jetzt rauskommen mag. Aber tun sie nicht. Keine Ahnung, ob die jetzt kommen würden. Ja. Wenn die jetzt direkt loslaufen, wäre scheiße. So. Held verließ das Level. Oh nein. Schnell raus. Ja, und jetzt, weil ich habe so viele, ja, guck mal, ich habe so viel nachher hier übersprungen, weil ich nicht gesehen habe, wo es rausging. Ja, okay, gut. Aber verstehe ich. Prinzip verstehe ich. Und das Spiel ist eigentlich gar nicht scheiße. Bro, endlich draußen. Wenn es so weitergeht, werde ich es nicht bis in die Rente schaffen. Während du im Lazarett gelegen hast. Harst? Habe ich die verlassene Lage durchsucht, wo ich dann diese Kreaturen begegnet bin. Ich hätte nicht gedacht, dass es da so heiß zugehen wird, doch. Boy, wer hat das Notsignal gesendet? Der Wärmescanner erkannte die Silhouette einer Person in den Ruinen im Süden. Es scheint, sie ist noch immer am Leben. An Orten wie diesen kannst du immer ein Abenteuer erwarten. Bleib hinter mir, Partner. Howdy! Stigistan, wer auch immer ihr seid, geht von diesem Stapel Murek und haltet eure Hände hinter euren Kopf. Hi Jungs, verschwendet eure Munition nicht. Ich bin nur ein Landstreicher, der Müll sammelt. Das ist hier nicht verboten. Die Omega Corporation hat diese Station verlassen und wir Sammler haben uns entschieden, mit diesem Zeug hier reich zu werden. Ein erstklassiger Müllsammler, ein Plünderer von Abfall. Aber was ist mit den Monstern? Sie sind hier überall. Ja. Irgendwas ist hier seltsam. Die Tierwelt hier vor Ort ist aggressiv, aber das hält uns nicht auf. Ich habe heute gesehen, wie eine Art Gürteltier einen Soldaten überfallen hat. Er liegt wahrscheinlich immer noch bewusstlos im Kraftwerk. Militär? Es scheint, als wären Sie diejenigen gewesen, die das Notsignal gesendet haben. Dann machen wir uns wohl mal auf zum Kraftwerk, wa? Wir müssen den armen Typen helfen. Und meine Stimme kriegt so komische Belag, wenn ich so rede. Wow, sieh dir das an. Ich kann versuchen, dieses Selbstladegewehr und die Rüstung wiederherzustellen. Willst du diesen Müll? Es gibt hier so viel. Nimm ihn. Ich habe das wertvolle Zeug schon vor langer Zeit verkauft. Es gibt neue Ausrüstungskarten in der Werkstatt. Arten, keine Karten. Okay, Hauptwaffe, Rüstung. Repariere die gefundene Ausrüstung, damit die Helden sie verwenden können. Das wird schwer. Unglaublich. Fertig. So, erstellen. Yep. Ah, Jim habe ich sie jetzt gegeben. Ich würde aber gerne... Nee. Rüstung, zweite Waffe. Pass auf, der bekam Pistolen. Und du? Schwerter. Das automatische Angriffsgewehr kann er nicht nehmen. Aha, okay, das verstehe ich. Er könnte das nehmen. Rüsten? Aber habe ich das schon oder nicht? Egal, na gut, okay. Verstehe ich nicht ganz. Welches ist denn das? Das automatische Angriffsgewehr, ja, okay. Plus 5 Schaden und Salvenfeuer, jo. Robuste, plus 10 Gesundheit. Nein, Jim wollen wir damit nicht ausstatten, sondern, ja, okay. Okay, das mache ich dann jetzt wahrscheinlich unter Team, ne? Ja. Rüstung. Warum kann er die nicht nehmen? Ey, das stimmt bei dem nicht. Ja, nimmst du die halt. Wow. Zweite. Aber das könnte lustig sein. Mit Schwertern und Pistolen. Das könnte schon tatsächlich ganz lustig sein. Das ist, glaube ich, eine Geschichte. Und er hat irgendwie so ein...
Dialog nach dem Unfall. Die Landung warf mich flach auf den Boden. Was ist als nächstes passiert? Ich erinnere mich an nichts mehr. Was denkst du? Ich habe dem Lazarett abgegeben und ging direkt auf Aufklärungsmission. Was ist mit dem Charter? Darin steht ganz klar, dass du nicht alleine auf eine Mission gehen kannst. Oh, Jimmy. Lass dir mal von John Bob Barrett erzählen. Immer dem Charter zu folgen, könnte vielen guten Leuten das Leben kosten. Improvisation ist alles. Oh, das ist nicht das, was sie uns in der Akademie beigebracht haben. Du bist immer noch ein Neuling. Wenn du so lange wie ich dienst, wirst du verstehen, dass das entfernte Grenzgebiete ihre eigenen Regeln haben. Hey, hey! Okay, also man kann dann tatsächlich so miteinander... Und was hat er jetzt? Verdammter Planet. Ah, dieser Planet ist ein gottverdammtes Loch. Es ist extrem kalt. Ich hätte nicht gedacht, dass es hier eine komplette Koloniebasis gibt. Der Planet ist nicht einmal auf der Sternkarte verzeichnet. Irgendetwas stimmt hier nicht, ist ganz klar. Boah, Leute, sorry. Aber diese Stimme, die macht mich ganz wuselig. Normalerweise verstecken Schmuggler ihre Schmuggelware auf Planeten wie diesem hier. Ich sehe einen Detektiv in dir, Jimmy. Einen Detektiv. Hey, hey. Er lacht auch immer so. Er macht immer hey, hey. So, in Ordnung. Wir gehen mal weiter. Hab ich das gerade so gesagt? Wir gehen mal weiter. Oh, ich hätte es fast vergessen. Ich habe eine schöne Handgranate herumliegen. Mein Baby, wo hast du dich denn versteckt? Wo hast du dich denn versteckt? Du wirst uns im kommenden Konflikt gute Dienste leisten. Aber nur einmal. Du machst Scherze. Vielleicht hast du die 10 Scheine schon vergessen, um die ich mit dir gewettet habe. Die Wette geht immer noch. Und wenn ich mich richtig erinnere, waren es 20. Unsere Mädel kriegen wir auch noch. Safe eine Heilerin oder sowas. Der Müllsammler sagte, die Bestie sei irgendwo in den hinteren Zimmern. Einer von uns wird es ablenken und der andere wird es von hinten erledigen. Von bösen Weltraumkreaturen davonlaufen. Genau das habe ich jahrelang vermisst. Okay, los geht's. Hey, du musst deine Fettschicht doch irgendwann mal loswerden. Das Bedienfeld rechts öffnet die Tür. Weißt du noch, wie du Knöpfe betätigen kannst? Nein, keine Ahnung. Angst vor Elektronik nach dem Zusammenstoß mit der Schleuse des Frachters? Hahaha, diese Zivilistenschiffe sind für Weicheier. Du musst jeden Griff aus massivem Titan fertigen. Fertigen? Granaten sind eine neue Art an Ausrüstung für Barrett. Sie fügen einem Bereich von 3x3 Schaden zu. Jims neues Selbstladegewehr schießt in Salven. Wähle den neuen Schießmodus unten, um mit weniger Aktionspunkten mindestens den doppelten Schaden zuzufügen. Ja, das ist nett. Salve. Gegenangriff. Mach deinen Gegenangriff auf ein Ziel innerhalb eines Radius von 3 Metern. Stoß, Aktionspunkte, fügt 5 Schaden zu und schiebt das Ziel. Winzig, klein. Aha, ja, weiß ich noch nicht. Und du hast da die Granate, ja, alles klar. So, öffne das Tor. Das Tür. Oh oh. Ich glaube, ich habe verstanden. Gehen mal hier hin. Werfen dann die Granate in 3x3. Kaputt. Das hätten wir aber rein theoretisch wahrscheinlich für später aufheben können. Letztlich mal. Oh! Ja, das war aber jetzt frech. So, Salve. Nimm das. Ich glaube, aus dem Loch kommen sie immer wieder raus. Würde ich behaupten. Ja. Oh, okay, das ist doof. Okay, er kann hier nicht immer direkt. Das bedeutet, dem würde ich nicht so viel Damage machen, dem auch nicht. Ich stelle mich mal... kümmere mich mal um den hier. Das ist jetzt natürlich ungünstig. Oh, ich konnte zweimal... Ah, alles klar. Ich konnte zweimal auf die übelste Art und Weise schießen. Frage ist, ob ich dann noch laufen kann jetzt. Verfehlt.
So, du hast nicht mehr viel, du musst aber hier. Ja, ja, das heißt, du gehst hier schon mal weiter runter. In Ordnung. Na? Brontor. Der rote Brontor ist immun gegenüber Schaden von vorne, aber kann sich nur zwei Kästchen weit bewegen. Lock ihn mit einem Helden an und greife ihn mit einem anderen in seinem empfindlichen gelben Bereich am Rücken an. Aha. Oh! So, 1, 2, wup. Dann 1, 2, das heißt, er könnte bis... 1, 2, wup. 1, 2, wup. Das heißt, wenn ich bis hierhin laufe, ne? Soll eigentlich alles gut sein. Und jetzt irgendwie so Gegenangriff kann ich nicht. Oh, ich hätte noch eine Granate. 1, 2 und dann wup, wup. Ich laufe mal dahin. Und er, so, oder? Läuft mal dahin. Oh, das war jetzt relativ easy tatsächlich. Das hätte ich nicht so erwartet. Da liegt irgendwer irgendwas. Oh, 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 oh. Darf ich bitte vorher? Dankeschön. Jiha! Laut seinem Abzeichen ist es Gefreiter Ben Kamen. Er ist tot. Der Müllsammler sprach über einen anderen Soldaten. Und Errungenschaft freigeschaltet, Kamen. Hier, Kamine. Überprüft. Marcus! Oh, mein Kopfschmerz. Wie lange war ich bewusstlos? Space Rangers, dies ist ein Militäreinsatz. Ihr solltet nicht hier sein. Bleibt hinter mir. Ich bringe euch hier raus. Ja, sehe ich ja, wie gut das funktioniert. Aber wir haben jetzt einen Dicken dazu bekommen. Geil. Okay, beides öffnet sich. Ich habe keine Ahnung, wohin. Oh, Jemini. Kann nichts mehr machen, ne? Hast du irgendwie was? Du hast eine Gatling-Gun. Oh, ich glaube, damit würde ich die alle treffen, oder? Hab mich nicht. Oh, oh. Den habe ich nicht geblickt. Ich habe nicht gesehen, dass einer ist. Ahahaha. Ganz doof jetzt. Oh, ganz doof jetzt. Frage, kann er hier noch ran? Nein. Du läufst mal da lang, bitte. Okay, das war jetzt natürlich echt Pech. Oh, oh. Er ist tot. Er ist safe tot. Verdammt! Verdammt! Aber der kommt doch dann wieder, oder nicht? Oder doch, oder was? Warum denn gepanzerte Vorderseite? Oh ne, den letzten hätte ich nicht machen sollen. Oh scheiße, ich dachte, er hatte schon Munition. Und jetzt hat er ihn hier eingesperrt, oder? Okay, du kannst gerade da nichts so machen. Das bedeutet, wir machen das mal so. Haha! So, das war jetzt noch klug. 1, 2, sagen wir mal dahin. Ich wollte sagen, haut er jetzt wieder ab, der Boy, oder was stimmt da nicht mit ihm? So, und jetzt müsste ich hier aber doch in seinem Rücken stehen, oder nicht? Verfehlt. Ob es dein Ernst ist. Und er hat auch keine Munition mehr.
Lauf mal hier lang. Vielleicht finden wir noch Munition. Ne, finden wir nicht. Das ist aber doof. Und der kam auch nur von da oben, glaube ich, ne? Wäre ich hier in der gepanzerten Rückseite, frage ich mich. Eigentlich nicht. Nee, sehr gut, okay. Okay, also wir haben einen Typen verloren. Aber ich glaube, der wird das überleben, oder? So. Oh, oh. Die Generatoren arbeiten mit voller Kapazität und produzieren viel Wärme. Die Temperatur im Gebäude hat das zulässige Limit von 32 Grad Celsius überschritten. Das ideale Habitat für bewaffnete Monster. Ach so ist das bei denen. Ja gut, Gott sei Dank verstehe ich das jetzt. So, ich denke mal, wir können dann direkt raus. Held verließ den Level. Oh, ach ja, stimmt, die sind ja einzeln. Oh. Oh. Tu's. Tu's. So, kommen die, sind die eigentlich schneller als ich? Ein bisschen schneller sind die. Aber wenn ich verfehle, ist aber kacke. Oder? Und kann ich nochmal? Ja, aber ich kann jetzt keinen Schaden mehr dran machen. Und jetzt kriege ich Damage. Und das ist doof. Deswegen laufe ich keine Munition. Ich kann ihn kicken, oder? Ich gerne nochmal testen. Patsch! Fuß ins Gesicht! So, Leute! Überlebende Kämpfer, 2 von 2. Okay, weil wir wahrscheinlich einen gewonnen, den einen bekommen haben, dadurch wahrscheinlich. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich hier mit dem Scheiß machen kann. Keine Ahnung. Ich bin Unteroffizier Markus, ein Soldat aus der Eliteeinheit Alpha. Wir sind wegen einer wichtigen Mission hier streng geheim. Dein Militärzeug interessiert uns nicht die Bohne. Wir sind nur Space Ranger. Wir haben heute euer Notsignal erhalten und möchten eure hübschen Ärsche einfach nur hier rausbringen. Notsignal. Also ist die Mission fehlgeschlagen. Wir müssen die Überlebenden finden. Beginnen wir mit der Suche im Kraftstofflager. In Ordnung, okay. Team, und die hätten sogar noch Gespräche miteinander. Tapferkeit nach dem Unfall, bla bli blub. Es gibt bis zu 7 Charaktere, mit denen du da irgendwie rumrennen kannst. Keine Ahnung, ob du die austauschen kannst oder ob du nachher alle 7 hast oder nicht oder was oder wie. Auf jeden Fall muss ich tatsächlich sagen, warte mal. So, haha, verlassen. Schwierigkeitsgrad könnte ich ändern. Muss ich sagen, dass mir Spaceland Spaß macht. Ich kann mir vorstellen, dass ich das vielleicht nochmal irgendwie im Stream nochmal spiele. Aber natürlich dann erst, nachdem dieses Video hier aufgetaucht ist, ne? So, währenddessen, während der Danksagung, lasse ich das hier eben nochmal kurz laufen. Das sind nämlich einmal nochmal die Credits. Spaceland. Ohne großartig jetzt weiter dann noch weiter lange rumzuschnacken. Es kommt von Tortuga Team. Vom Tortuga Team. Tortuga! Das Game Design kommt nur von Anton Mikhailov. Mikhailov. Und die Kunst von Mikhail, nicht Anton Lov, nein. Hätte er sein können. Von Mikhail Bushuev, Dimitri Pailov, Pialov und Nikolai Mosyagin haben die Programmierung getan. Die Effekte hat Alice Dragon gemacht. Alice Deragon. Okay, gut, Leute. Bevor wir hier wirklich ewig und 3 Jahre irgendwie rumschnaboostern und etc. pp. Ich lasse die Musik mal weiter im Hintergrund laufen. Vielen lieben, lieben, lieben Dank fürs Zugucken. Gerne mal in den Kommentaren schreiben irgendwie, findet ihr 15 Euro für so einen Titel gerechtfertigt oder nicht? Es soll wohl tatsächlich einige Stunden so gehen. Ihr seht ja immer noch im Tutorial quasi. Na? Und das jetzt noch über einer halben Stunde. Meine Meinung habe ich gesagt und dann sehen wir uns nächste Woche, da kommt was anderes. Das hätte ich eigentlich heute gemacht. Ist nämlich auch einer, so ein Key, quasi von so einem Entwickler. Aber ich weiß nicht, was das Spiel nachher kostet. Oh, Alex Ger war auch dabei. Mensch. Ger? Na, gibt einige bestimmt so. Egal. Da könnt ihr euch nächste Woche drauf freuen. Dann kann ich euch auch sagen, was das dann kostet. Vielen lieben Dank fürs Zugucken und dann sehen wir uns nächste Woche und winke, winke, ciao. Und tschüss.